Ich bin weltbekannt. Ich hab sie alle gejagt. Den Ziegenmann, Bigfoot, den Mottenmann. Selbst Greis Mama musste dran glauben. Aber jetzt, da draußen, in der Finsternis, in der Ferne, gibt es eine neue Bedrohung für die Menschheit. Und dazu brauche ich einen richtigen Redneck. Einer mit Kautabak und Zahnproblemen. Ah, oh, Dick Tittle Joe. Du hast nach mir gerufen? Ich hab mir gerade einen wunderschönen Elcharsch angesehen. Oh, was hast du da für schicke Stiefel? Willst du mir die vielleicht... Sollen wir tauschen? Ich habe hier Mann. Dieses... Nein, deine Schlinken, nein, großer Gott. Ich habe ein dickes Stück Fleisch. Ich wusste nicht, dass ein Mensch so riechen kann. Nimm dir hier mal so ein bisschen Fungus vaginalis und reib dir den in die Oberlippe. Oh, wir nennen das hier Großmetters Braunkäppchen. Ja, aber der Fachbegriff Fungus vaginalis. Wer einmal nascht von Omas brauner Kappe, der kriegt eine Latte. So, das war der Reim, der mir jetzt gerade eingefallen ist. Sagen die Leute wieder, reibt sich nicht, egal, der Flow. Hast du gerade eben gerade den Kinderschrei da draußen gehört? Kinderschrei? Hast du den Elcharsch gesehen? Guck mal, die haben den Elchkopf nicht mal abgeschnitten. Die haben den einfach hier durch die Wand gesteckt. What? Alter, ja. Hier ist der Rest vom Elch. Ja, so, das ist... Naja, damals, ich musste Material und Zeit sparen. Ich hatte nur Mexikaner als Personal. Ja, deswegen können wir jetzt nicht in die obere Etage. Aber wir haben schön Elchkopf. Ja klar, natürlich. Deko vor allem. Ich hab hier... Hörst du das? Hörst du das? Boah, das klang wie der Habicht. Nein, das war irgendwie so ein... Keine Ahnung, Spott. Ich hab Spott Drossel gehört. Alter, es ist stockfinster. Es ist stockfinster. Gibt's, warte mal, wenn ich eine Kamera nehme. Ach, die platziert er dann. Okay. Alter, ich kann nichts sehen. Ich hab eine Falle. Wie viele Fallen hast du? Wie viele Fallen ich habe? Ich hab auch eine Falle. Aber hier liegen noch welche. Ich nehme mal noch eine zweite mit. Du, liegen hier kein mehr Licht. Als ein oder kann ich hier noch ein bisschen was nehmen? Ich hätte gerne eine Laterne oder so. Vielleicht L? L ist Licht. Ah. Hast du es gehört? Es war doch, als hätte jemand einen Klavierdeckel zugeklappt, oder? Was jagen Nein, die eigentlich? Das sind deine reichen Nachbarn, die gerade am Klavier arbeiten. Reiche Nachbarn, ja. Also für, unter der Brücke. Das sind Straßengeräusche, die man bei mir hört. Aber das war es auch schon. Klavier Toni, das ist sein letzter Besitz, den er noch hatte. Hey, hier drüben ist ein kleines Camp. Schau dir mal diese Mini-Zelte an. Alter, da sind doch Kinder involviert. Entweder das ist hier so ein Midget-Camp, oder? Camp Midget. Camp Christ Camp Midget. Drüben, am Lake Schlabber die Nudel. Camp Midget. Warum leuchtet das so blau da hinten? Achso, das ist Mondlicht. Das Mondlicht. Der Mond. Hast du hier schon den Hinweis? Von Camp Midget? Von Camp Midget, ja. Okay. Mitch Midget hat hier nämlich einen Hinweis hinterlassen. Er sieht mich und ein Mann einen Ziegenschädel. Ja, irgendwas Ziegenähnliches jagen wir hier. Ich könnte nicht mal so gut einen Ziegenschädel malen. Keiner wüsste, von was ich verfolgt worden wäre. Ja, natürlich. Stell dir mal vor, weißt du, du bist verfolgt, bist total panisch und malst einfach so einen hochdetaillierten Ziegenschädel hin. Ja, ja. Hey, ist auch ein anderer Pilz hier drüben. Ist der leicht besprüht mit Kot? Ah, es ist doch Großvaters Kuppe. Leck mal dran. Ich glaube, Großvaters kahle Kuppe ist das. Schmeckt die mal ab. Kann ich überhaupt hier bücken? Bücken kann man hier auch nicht. Nee, warum kann man in all diesen Jagdspielen nicht bücken? Ich weiß nicht, aber du musst abschmecken. Ah, warte mal, ich schab hier nur so ein bisschen was von diesen Sporen. Nur, ja klar, natürlich, nur die Sporen. Und das schmiere ich mir dann von innen, hinten über den Kehlkopf an die Innenseite der Nasenscheidewand. Das ist eine Technik. Und hast du es gehört? Ich höre gar nichts. Was hörst du für Sachen? Das war doch ein Kojote in der Ferne. Nee. Natürlich. Ich habe keinen Kojoten gehört. Natürlichement. Kennst du das, wenn Kinder so Wörter nicht richtig aussprechen können? Meine Tochter sagt immer Piocchino. Ja, klar, sage ich auch. Piocchino. Ja gut, meine Mutter auch. Also. Das ist Familientradition. Der heißt Pinocchio, Piocchino. Meine Mutter fährt auch ins Sportgeschäft Deklaton. Hey, aber meine Mutter macht das auch. Auch immer bei so Namen von Freunden, wo ich gesagt habe, der heißt nicht so. Ja, ja. Der heißt nicht so. Wen meinst du? Ja. Immer so Eigennamen. Vor allen Dingen, ich hatte einen Kumpel, sein Spitzname war Dattel. Seitdem hießen alle meine Freunde Dattel. Dattel hat angerufen. Das war nicht Dattel. Das hat sich überhaupt nicht gemeldet. Meine Mutter sagt doch immer Pittes. Und ich so, was meinst du? Brad Pitt. Nee, der Pittes spielt damit. Der Pittes. Oder Dings ist gut. Hey, was ist das da drüben? Jetzt mal wieder Fokus. Wir sind Jäger, die besten Jäger der Welt. Wo bist du? Kann ich bei euch was ausdrucken? Ja, der hat Wifi. Ja, Wifi ist aber, ja, Wifi ist ja so ein richtiges Elternwort. Bald Oma-Wort. Ja.
Was ist das da? Das ist doch da was. Läuft doch was. Läuft da ganz gechillt. Da bewegt sich irgendwas. Hast du gehört? Da waren doch Zweige. Feuchte Zweige. Ziemlich irgendjemand nasse hat im, Dinger. Ja, im feuchten Gestrüpp. Kannst du mir mal deinen feuchten Stamm zeigen? Was ist das? Schienen? Ach nee. Nee, das ist. Nur. Guck mal, hier kannst du eine Spur lesen. Da ist eine Spur. Ach, richtige Jagdsimulation. Kriegst du auch Infos. Ich hab eine Spur. Hier. Speed kann ich rausschmecken. Ja, einen leichten Speed-Anteil. In der Ferne habe ich gehört. Das war auf jeden Fall ein gedoptes Ding. Wir haben auch eine Karte. Was ist eigentlich da oben? Geh mal auf M. Siehst du das da oben, wo die Straße irgendwie hinführt? Ist doch bestimmt da so eine Wichtiges. Art Kreisverkehr ist da oben. So eine Art Kreisverkehr, ja. So eine Art natürlicher Kreisverkehr. Hä? Es hat sich gerade angehört wie Hufe und Getrappel hier. Echt jetzt? Ich habe irgendwie Hufgetrappel gehört. Okay, wir haben jetzt auch hier 1 Uhr nachts, ne? Ich meine, da sind sie unterwegs, okay. Die Geister des Waldes. Was hältst du denn davon, wenn wir hier irgendwo mal eine Kamera und eine Falle und ein Fleisch hinstellen? Ja, ist vielleicht keine dumme Idee. Ich meine, ja, was auch immer wir jagen, jedes Tier muss ja auch trinken und seinen Hoden waschen. Ich meine, wir jagen irgendwas Männliches. Sicher? 100%. Hast du gehört? Frauenquote? Nein. Hast du es gehört? Ich bild mir das doch nicht ein. Specht oder was? Nein, so ein richtiges... Ich weiß nicht, so ein Geräusch, was Bill Cosby machen würde, wenn er eine Frau vergewaltigen will. Weißt du, sowas. Was Bedrohliches halt. Ein Cosby-Sound. Ich bin so schwarz wie Bill Cosbys Rosette bei Nacht. Straight out of Bigfoot, Alter. Da hat doch eben gerade irgendwas war da am Huschen. Was ist das hier? Ist das so eine Art Feuchtgebiet? Es ist halt eine schon Art wirklich. Huschen. Vielleicht sehr sind es seine Huscheneltern. Sollen wir hier mal im Sumpf? Guck mal, hier ist doch offensichtlich. Ja, das ist so ein bisschen Sumpf. Ja, ja. Ich mach mal hier, kommen wir. Oh nein, no signal. Warte mal, wie geht das auf? Kuh. Ich mach mal eine hin, ich mach eine Falle hin. Du machst eine Kamera. Okay, ich mach die Cam. Also, ich platziere jetzt hier mal. Wie platziere ich? Ich will nicht schießen. F. Okay, drücken. Und jetzt machen wir natürlich. Hast du mich angeschossen, Alter? Nein, ich habe eine Kamera aufgestellt. Wieso hat er geschossen dabei? Weil du irgendwie wieder unfähig bist. Du klickst wieder falsch. Guck mal hier, ich habe schon eine präpariert mit Fleisch und allem. Warum ist alles rot? Wegen der Kamera, die leuchtet irgendwie. Kann ich jetzt auf. Was auch immer wir suchen. Hat das eine Höhle? Kein Signal, aber jetzt kannst du wahrscheinlich hier, Kamera. Ja, es war irgendwie, keine Ahnung, C64-Grafik, aber ja, funktioniert. Ja, ne. Ja. Wie bei Counter-Strike damals. Noch vor OpenGL und so. Hörst du dieses Manschen? Ja, das ist unser Wassermanschen hier. Achso, das ist unser Wassermanschen. Wir haben doch... Da! Es gibt irgendwelche wilden Tiere hier. Bekommen wir irgendwie ein Kamerasignal? Ich würde sagen, wir gehen einfach nach Hause und warten mal, bis er zu uns kommt. Kommt er denn zu uns? Ja, bestimmt. Ich habe gehört, der soll ganz nett sein. Wo bist du denn jetzt? Warte mal, ich bin jetzt hochgelaufen, die Karte. Ich komme wieder zurück. Siehst du mich? Ich bin jetzt wieder bei der Kamera. Echt? Ich sehe dich nicht. Gibt's doch nicht. Ich höre dich doch manchen. Hier, neben dir. Ach da! Ja, ich gehe jetzt mal dann noch so ein Stück hoch. Boah, ich höre immer so Spechte in der Ferne. Er muss ja auch irgendeine Höhle haben, irgendeinen Rückzugsort. Ich finde, was genau jagt wir? Ich weiß es ja immer noch nicht. Wie könnte sonst was jetzt um die Ecke kommen? Ich erschieße einfach alles, was ich sehe. Es ist irgend so eine... Ja, so eine Monstrosität. Halb Ziege, halb Specht, halb Wolf. Also es ist irgendwie alles drin. Halb Mexikaner, weißt du so? Eine bösartige Mischung. Angeblich hat es Hörner und Hufe und Jay Lenos Kinn. Das ist echt böse. Ha. Wieder so ein Rascheln. Die Karte ist eigentlich auch verdammt groß. Und es wird schon wieder hell. Hier ist was. Auf der Straße. Wurst. Hier liegen einfach Sachen rum. Sind das die Sachen von Günther? Der wollte doch auch kommen. Günthers Münter? Günther, hier am Ende der Straße, Alter. Was ist da oben? Warum ist hier eine Straße von einem Felsen into Felsen? Ich
weiß es nicht, aber warum leuchtet die Straße? Das ist auch so eine Sache, die mich irgendwie... Fluoreszierende Wege, das ist in Kanada so ein neues Ding. Die haben aber mit Autobahnen angefangen. Ne? Ja, nee, weil die wussten nicht, wohin. Es gab keine Endlager mehr für Atommüll, deswegen mussten sie gucken, wohin mit dem hier ganzen alten hier Radio. Ist ein Tier. Komm, wir jagen zusammen. Ein nackten. Die Frage ist halt, wie viel Munition haben wir? Was ist das hier? Ist das eine Kiste? Ja, klar. Irgend so ein Obdachloser. Alter, ich hab eine Kiste gefunden. Irgend so ein Obdachloser hat vor ein paar Jahren Kies die Frau ausgespannt und den jagen wir jetzt wahrscheinlich und ich weiß es nicht mal. Guck mal hier. Hirsch! Springt einer! Sollen wir ihn erlegen? Auf jeden. Was war denn in der Kiste? Alter, ich hab mir voll in die Rosette geschossen. Zwei Hirsch, komm! Sie wehren sich! Oh, oh. Hä? Er bleibt einfach stehen, schießt in seinen Arsch! Schieß ihn tot! Oh, oh! Hey, da sind wieder irgendwelche Stimmen! Ich höre Geräusche im Wald! Ey, was hält denn der aus? Ich höre irgendwie so einen Höllenscheiß hinter uns. Ich glaube mal, ganz kurz hier runter. So, oh! Alter, ich hab eindeutig... Komm mal her! Der Hirsch! Sein Mund! Warte, ich hab... Hallo! Hallo, ich bin ein Hirsch! Seht mich an! Ich sterbe gerade! Hast du seinen Mund auch so? Hallo! Ich bin gar nicht tot! Lasst euch eure Geschichte erzählen! Mama, der Hirsch spricht noch! Töt ihn! Verdammtes Mistvieh! So. Ich hab ihn erstmal konsumiert. Ich mach mal jetzt hier meine Lampe aus, die stört eigentlich nur noch. Meine schöne Hirschpuppe! Was ist das hier drüben? Ah, hier ist, Losung. Hier ist Blutschiss. Blutschiss. Track Age. Undefinierter Damage. Undefiniert böser Damage. Ey, okay, aus der Richtung kam irgendwie eben gerade so ein... Ich weiß nicht. Kinderchor? Irgend sowas in die Richtung. Ein Kinderchor? Ohne Scheiß, ich hab... Alter, okay. Es war irgendwas Krasses. Du musst wirklich mit diese Anti-Corona-Medikamente, die dir jemand verschrieben hat, der angeblich Arzt gewesen ist. Hey, den habe ich in der Seitenstraße kennengelernt. Der hieß Doktor Seriös. Also. Ja. Also, Doktor, ich meine. Seriös und Doktor Wirksames Medikament in ihrer Gemeinschaftspraxis untersucht. Wenn mich. Jemand im Nachnamen Seriös hat, dann kannst du dem vertrauen. Was sagt eigentlich die Kamera? Hier ist die Brücke. Du weißt, bei das Brücken. Das Problem ist, die Kamera, ne? Die ist so pixelig, dass man eigentlich nicht sehen kann, ob da noch Fleisch drauf liegt oder ob er es runtergeschnappt hat. Keine Ahnung, kommt denn nicht irgendwie ein Kamerageräusch? Kannst ja nicht die ganze Zeit an der Kamera rumhängen. Also andere Jagdspiele aus diesem Bereich haben Kamerageräusche. Ja, aber der Ziegenmann, hatte der Kamerageräusche? Ich weiß nicht. Jetzt die Frage, tagsüber, wie läuft das so tagsüber? Was macht man tagsüber? Kommt da auch eventuell der Tod auf uns zu oder kommt der nur nachts? Ich habe keine Ahnung, aber ich habe ihn ja gehört. Ich habe hier wirklich einen stumpfen Schrei in der Ferne gehört. Okay, warte mal, wo sind wir eigentlich? Wir gehen jetzt, glaube ich, wieder zurück zur Hütte. Kann es sein, dass da hinten unsere Hütte ist? Die war ja irgendwo oben. Ja, da drüben sehe ich, glaube ich, Camp Midget. Es gibt Hoffnung. Puh, Gott sei Dank. Was ist das hier? Ist das Texturmüll oder Sperma? Das ist, ich würde sagen, ein Trucker-Schisstuch. Denkst du echt, das ist ein Trucker-Gisstuch? Ich denk schon, dass hier ein Trucker in den Wald geschissen hat und einfach sein blödes Klopapier liegen lassen hat. Moment, das ist Camp Midget. Hier drüben ist nämlich unsere Behausung. Vielleicht hat er uns eine Nachricht hinterlassen. Naja, wir haben ja erst einen Clou. Es muss mehr geben. Wir können uns doch schlafen legen, ne? Ja, aber bis wann schlafen wir dann? Keine Ahnung, wir können es ja mal ausprobieren. Ich meine, wir sind mal. Den ganzen Tag jetzt hier umhergewandert. Die alten Knochen tun weh. So eine Warum Jagd baut man ist ja sich auch eigentlich so eine Windmühle hier? Wozu ist so eine Windmühle gedacht hier? So eine große. Was macht die für einen Sinn? Keine Ahnung, aber hier ist so ein Dreibettensystem. Okay, wir haben jetzt 9 Uhr am Morgen. Jetzt haben wir 5 Uhr PM, also am Nachmittag. Du springst also da. Ja, ich denke mal so gegen 20 Uhr kommt der. Das ist so meine Theorie, weil als wir angefangen haben, da war es ja so um die Uhr und da habe ich ihn doch schon bedrohliches Stöhnen gehört. Wurde von einem Elch attackiert. Ich würde sagen, ich stell hier einfach mal noch was hin. Du meinst hier so ganz in der Nähe? Ja. Wenn man hier so Trap auf.
Wie hast du es abgestellt, ohne zu schießen? Einfach mit einmal klicken. Und dann nochmal Fleisch auswählen. Ich habe noch ganz viel Fleisch, 4 Stück. Kann ich drauflegen. So. Was haben wir hier? Ja, noch eine Kamera hier neben, ne? Ich hab 3 Stück. 3 Cameras. Cameras? Ja, ich hab noch 2. Dass die so schon krass leuchten, ne? Ja. Also die wird er nicht übersehen können. Was ist das hier für eine Spur? Auch wieder. Ja, irgendein Hirsch. Wild Stag. Der hier sein Unwesen treibt. Wir brauchen halt noch die anderen Hinweise. Vielleicht helfen die uns hier irgendwie. Wir wissen jetzt schon mal, wir jagen irgendwas Ziegenähnliches. Hirschähnliches. Ja, wie gesagt, das sagst du. Aber ich bin mir immer noch nicht sicher, ob das stimmt. Irgendwann sagt er, da ist es, schieß drauf so. Und dann ist es irgendwie, keine Ahnung. Keine Ahnung. Donald Trump auf dem Campingurlaub. Ja, wäre jetzt auch nicht so schlimm. Mal wieder anellen. Alter, hier. Der Gabelbaum. Ist doch ein Hinweis. Das ist doch ein Hinweis. Das ist doch keine natürliche Spaltung. Das ist doch eine Kiste. Sind in der Kiste Sachen drin? Ja. Eine Kamera habe ich jetzt gefunden. Bei mir ist hier keine Kiste zu sehen. Die habe ich eben gerade gelootet. Da ist sie weg. Hast du es gehört? Hast du es gehört? Das? Nein. Es war irgendwie... Brunst. Es war ein Paarungsruf. Aber Brunsten ist ja nicht so schlimm. Ja, aber was ist, wenn es sich mit dir paaren will? Nee. Ja, siehst du, und jetzt auf einmal wird's doch ein Problem. Was sagen die Kameras? Ist sie irgendwo reingetreten? Keine Ahnung. Oder wir campieren zu Hause und warten einfach, dass er zu uns kommt. Meinst du, er wird kommen? Könnte ich mir gut vorstellen. Ich meine, er hat unsere Fährte schon gerochen. Er hat auf jeden Fall was gerochen. Ich denke, dass das Taschentuch vielleicht sogar von dir war. Nee. Hier ist die Kamera. Ist noch Belag drauf? Schauen mal. Na, Belag ist noch drauf. Where did you go? Hier. Ich gehe gerade direkt zum Haus. Ja, ich bin hinter dir. Wo ist das Vieh? Man muss das Vieh immer einmal finden, einmal treffen und dann geht's irgendwie los, ne? Wenn das Vieh überhaupt existiert. Es existiert. Vielleicht hat er mich auch einfach nur in seine Hütte eingeladen. Es existiert. Dort irgendwelche widerlichen Experimente an mir durchzuführen. Ja, als würde ich an jemanden wie dir Experimente machen. Ich hab's doch vernommen. Ich hab's gehört. Wo geht's denn hinterm Haus, ne? Da ist nur eine Mauer, ne? Hinterm Haus. Ich glaub, da ist nur Fels, ja. Ich bin nochmal hier drüben bei Camp Midget. Es muss doch eigentlich auch noch ein bisschen mehr sowas in die Richtung geben. Ich finde, wir sollten die Hinweise suchen. Wir brauchen Spuren, Kreis. Es kann jeden Augenblick passieren. Vielleicht passiert es aber auch nie. Das weiß man halt nie. Vielleicht ist dies nur die düstere Geschichte eines einsamen Mannes. Der gerne Pilze Fremde in seine Häuser einlädt und dann Trips fährt. Trip ist Hunter. Noch eine kleine Brücke. Trip Hunter. Auf der Jagd nach dem Exzess. Wir müssen über die Brücke gehen, du weißt doch, Brücken. Oh, hier liegen noch Fallen. Siehst du, ich sag, Brücken. Brücken bringen Glück und Unglück in einem. Hast du es jetzt aber gehört, oder? Mr. Coyote. Weißt du, wir brauchen bei der Brücke auch noch eine Falle? Überall. Einfach überall hinstellen. Guck mal, wie viele wir mittlerweile haben. Alles klar, warte mal. Ich mach mal hier noch eine Trap. So. Hau ich ihm hier noch Kotelett rein. So. Und eine Kamera mache ich mal direkt hier auf die Brücke. Wir haben es im Griff. Wir haben es im Griff. Er hat keine Chance. Er hat keine Chance. Deswegen versteckt er sich ja auch. Wenn wir den einmal sehen... Vielleicht hängt er schon tot irgendwo in der Falle. Kann auch sein, dass er sich tot getrunken hat. Er soll ja seinerzeit auch viel getrunken haben. Wer? Was ist das denn hier? Guck mal. Hä? Hier der Baum. Der hat so ein besonderes Baummuster. Ein besonderes Baummuster? Dem platzt nämlich die Rinde weg. Krass. Dann haben wir wieder ein Highlight erzeugt.
Ein Highlight der Videospielhistorie. Glaubst du, hier gibt's viele Leute werden sich einen Screenshot von dem Baum machen. Das glaube ich eher weniger. Na, ich glaube schon. Aber da hinten leuchtet ja was. Und das wird... Im Discord oder so wirst du sehen, zack, ich habe mir ein Bild von dem schönen Rindenplatzer gemacht. Weil es gibt Leute, die sammeln Rindenplatzer-Bilder. Ja, natürlich. Ja. Jetzt wieder... Es sind immer zwei, ne? Aus irgendeinem Grund. Ja. Immer also was immer es auch Doppelhirsch. Ist. Oh. Es arbeitet ähnlich wie Bigfoot im Verborgenen. Ja, und er könnte ja jederzeit irgendwo am Baum festhängen, weil die KI schlecht ist. Das wissen wir halt nie. Wir sind schon wieder hier im Moor. Wir sind schon wieder im Moor. Ja, ich guck, hier ist unsere Oldschool. Ja, aber er hat nichts gefressen. Nö. Aber ich habe auch eben. Also, ich höre dauernd ganz bizarre Geräusche. Was ist das denn hier für ein Ding? Alter, das ist aber ein ganz spezieller Fungus. Nee, das ist so eine alte abgestorbene Baumwurzel. Da könnten wir eventuell Kiensparen drin finden. Ja, sicher. Ja. Der legendäre Kiensparen. Sehr harzig und trocken und sehr gut zum Feuer machen. Wo waren wir denn noch nicht? Wir waren noch nicht ganz unten. Oh, jetzt habe ich so sieht man halt sau wenig, ne? Tschuk, hab ich gehört. Siehst du? Ich sag ja. Der Wald kommuniziert mit uns. Er vergewaltigt den Kojoten. Der Wald kommuniziert mit uns. Was denkst du, was da unten an der Schlaufe ist? Ich weiß nicht. Sollen wir zur Schlaufe gehen? Wow, Alter. Da ich dachte eben, es wäre irgendwas. Ich kann dem Hirsch genau in sein Schmuddelloch schießen. Ich glaube, das ist einfach nur ein Jagdspiel. Kann das sein? Nein, es gibt hier übernatürliche Kreaturen. Ich habe Kinderlachen gehört. Ich fühle mich wie die Leute bei D-Max. Es ist ja auch so. Oh, da waren doch rote Augen im Dschungel. Hör, was ist jetzt gerade los? Ich bin voll weggeslidet. Ja, hier ist so eine Kante, so eine... Ich habe rote Augen gesehen. Jetzt lachen die Leute, aber ich habe sie gesehen. Ich habe rote Augen gesehen. Das kann mir auch niemand nehmen. Was mich ein bisschen nervös macht, ist, dass manche Dinge halt erst wirklich in diesem Kegel... des Taschenlampenlichts auftauchen, so. Ja, du bist relativ blind bei Nacht. Aber die Karte ist nicht so gigantisch groß. Ich meine, sie ist größer als erwartet, aber... Ich gehe mal hier auf dem Weg der Schlaufe entlang. Aber ist nix. Nee, ist nix, aber uns fehlen noch 5 Hinweise. 5 Hinweise noch? Ja. Es gibt ja insgesamt 6 und wir haben einen gefunden. Und dann Camp Midget. Wie viele Camps gibt's denn hier noch? Ich hab keine Ahnung. Wo bist denn du jetzt? An der Schlaufe noch? Warte, ich komm zurück. Ich bin jetzt ein Stück runtergelaufen. Siehst du mich? Ja, ich bin da. Vielleicht ein Lockruf, so einen allgemeinen Lockruf mal probieren. Irgend so ein Allrounder. Nein, er war zu seicht. Das ist ja kein richtiger Lockruf. Ja, das ist aber so ein... Das ist so ein leichtes Balzschnalzen. Ja, vielleicht muss man sich auch die Christenfrage stellen, weißt du? Was jagen wir hier? Ich meine, wir haben Camp Midget gefunden. Vielleicht war es gar nicht Camp Midget, sondern... Christchit. Guck mal, ich habe auch Kinder gehört. Es könnte also auch rein theoretisch... Auch nur in deinem Kopf stattfinden. Nein, ich habe sie doch gehört. Ich hab doch das Kichern gehört und den Singsang. Na, na, na. Ja. Da, schon wieder. Hier. Also ich hör keinen Singsang. Ich gehe jetzt genau drauf zu. Es wird lauter. Es wird immer lauter. Es wird immer lauter. Es hat's Daddy gemacht. Und hier ist eine Kiste. Ha! Es hat eine Kiste verloren. Ich sehe diese Kiste. Da, also hier hinterm Baum. Siehst du sie echt nicht? Nö. Bumm. Hab ich jetzt eingesammelt. Kamera. Und ihr sagt mir nochmal, dass ich verrückt bin. Ihr habt's alle gehört. Ihr habt doch auch eben gerade die Stimmen gehört. Da waren Stimmen. Also, kann ich jetzt nicht behaupten, dass ich da was gehört habe.
Da waren Stimmen. Es wurde da, gesungen. Da! Ja, was ist da, das? Irgendwas ist hier! Was ist das? Wo ist es hin? Hast du es gesehen? Ich habe rote Augen gesehen. Ja, irgendwas war da. Ich hab doch gesagt, am Ende der... Ey, ich hab einen halben Herzinfarkt, hat mein Charakter. Was nun, Hirsch? Alter, ich sag doch, hier ist irgendwas. Ich hab die roten Augen gesehen. Du hattest recht, sie waren da. Das kommt immer ganz am Ende der Folge, weil die ist eben jetzt vorbei. Was? Nein. Ich hab eben gedacht, du hast irgendwas erschossen, aber es ist nur Wurzel. Ich hab drauf geschossen. Es existiert. Hier ist Blut. Es existiert wirklich. Es läuft. Irgendwas lebt in diesen Wäldern. Das laufen kann und bluten kann. Rosie O'Donnell. Rose. Ich dachte so, hüll, was ist ich das? Ich sag doch, hier ist Grafikfehler. Auf einmal waren da rote Augen. Da drüben! Komm hier nach, schnell! Da, ich sehe sie! Hast du gesehen? Irgendwas Großes, Haariges. Und deine Mutter ist schon erlebt. Am Baum! Was ist da das für ein Ding? Da ist es! Ich hab's angeschossen! Oh, ich auch! Gib ihm! Er wehrt sich! Was ist das für ein haariges Wesen? Oh, ich sehe ihn in den Shadows! Ich habe ihn nochmal getroffen! Ja! Ja! Registrierter Treffer! Ja, nochmal! Stun ihn! Yeah. Ja! Boah, er tänzelt! Das kann nicht entkommen! Es greift mich an! Es greift mich an! Es kommt direkt auf dich zu! Es hat den Baum irgendwie zerlegt! Es ist... Oh Gott! Es hat vier Ärsche! Es hat vier Ärsche! Oh mein Gott! Ah nein, es sind Köpfe! Es sind Menschenköpfe! Oh nein, er will mich! Sein Gesicht! Oh Gott, er hat wirklich vier Ärsche! Und merkwürdige Schädel! Er sammelt Köpfe! Okay, die Jagd geht weiter in der nächsten Folge. Wir jagen diesen Bastard. Wir kriegen ihn. Wie lange überlebt er denn? Ich habe keine Ahnung, aber wir werden ihn kriegen. Er wartet dort! Er kommt zurück! Ich bin raus! Bis zum nächsten Mal und tschüss! Oh mein Gott!